Meine lieben Fische, hoppala, jetzt klang ich auch noch hier vor den Kameraarm. Herzlich willkommen hier zu eurem Reading für den Oktober. Ja, meine lieben Fische, vier Stapel hier liegen und das Tarot. Ich möchte aus jedem Stapel hier eine Karte für euch springen lassen, um mal hinzuspüren, wie sich die Energie für den Oktober zeigt. Und ich bin Sirut Sabine und du hast bestimmt schon gemerkt, dass wir aus einem sehr kraftvollen Septemberende heraus in den Oktober hinüberwechseln. Wir hatten einen Neumond, der sehr, sehr kraftvoll war und jetzt hier in diesem letzten Jahresdrittel erwarten uns nochmal ganz, ganz kraftvolle, teilweise vielleicht sogar auch krasse Energien. Und daher möchte ich, dass du gut vorbereitet bist und dass du hier schon mal ein bisschen hinspüren kannst, wie sich der Oktober für dich gestaltet. Dieses Video wird eine Fortsetzung haben. Den Link zur Fortsetzung findest du hier unten in der Infobox. Klick da drauf, du wirst direkt weitergeleitet. Und jetzt, ja, meine lieben Fische, ich starte direkt durch. Ich möchte gar nicht so viel vorneweg erzählen. Wir schauen einfach, was die Energien sagen und lassen einfach die Energien mal fließen und zu Wort kommen sozusagen. Zwei, aber die sind so aufeinandersitzend gekommen. Schau mal, in der Wüste und der Höhenflug. Sehr, sehr spannend. Ich lasse die auch jetzt hier draußen. Es war der Impuls. Sonst bei den anderen habe ich das oft wieder reingetan. Ich finde aber, es ist ziemlich spannend, weil wenn du dich hier fühlst wie in der Wüste, dann gilt es vielleicht mal, die Perspektive zu wechseln, mal höher zu schauen. Weil so in der Wüste, du siehst ja dann nur diesen ganzen Sand. Du siehst ja gar nicht den Weg. Und wenn du in diesem Höhenflug, also mal höher über diese Landschaft schaust, dann kannst du womöglich hier Wege erkennen. Wir haben hier eine Art Irrgarten und vielleicht fühlst du dich gerade wie in einem Irrgarten in der Wüste und findest den Weg nicht. Den Weg, der ja zu dir führt, die Richtung, die du gehen möchtest. Wir schauen mal. In der Wüste, das kann natürlich auch wie eine Visionssuche sein. Aber hier, was haben wir denn hier? Zeigt sich, wow, so ähnlich hatte ich die Kombination schon bei einem Zeichen. Hier zeigt sich dein Leuchtstern, dein Nordstern. Guck dir das mal an. Das sind die acht Stäbe. Hier geht es darum, deine Position, ja, genau auszuloten. Hier geht es auch darum, wirklich für dich zu entscheiden, über welche Grenze gehst du vielleicht hinaus. Vielleicht braucht es einfach auch diesen Höhenflug, dieses ganz bewusst dich auf eine höhere Ebene zu begeben, um dieses größere Bild zu erkennen. Die Botschaft auch hier bei dir, folge wirklich deinem Nordstern, folge diesem Licht in dir. Ja, Kinder, was ist denn mit den Karten los? Die sind ja hier total wild. Und vielleicht fühlst du dich auch gerade ein bisschen verloren, vielleicht sogar auch orientierungslos, irrst da vielleicht in der Wüste rum. Vielleicht ist es sogar dunkel und Wolken verhangen, sodass du diesen Nordstern, diesen Leuchtstern für dich gar nicht erkennen kannst. Atme und wisse, dass sich genau der Impuls zeigt, der dich jetzt ja auf deinem Weg begleitet. Unbeständigkeit. Das ist ja ein Hin und Her hier. Ich habe ja gerade gesagt, vielleicht ist auch der Himmel wolkenverhangen und du siehst gerade den Weg nicht, fühlt sich da ein bisschen verloren. Vielleicht brodelt das auch in dir und vielleicht braucht es
dieses Brodeln in dir, sodass da ja eine alte Schicht abgelöst werden darf, kommt mir hier gerade, weil so ein Vulkanausbruch, der setzt Energie frei, der setzt Motivation frei, also ganz viel Kraft auch, die dich wirklich dazu einlädt, über dieses Bild, was vielleicht gerade da in deinem Leben ist, hinauszuschauen, eine höhere Perspektive einzunehmen. Und wenn du da sitzt so, und ich weiß nicht, und ich fühle mich in der Wüste, und ich fühle mich da feststeckend, vielleicht braucht es wirklich diese Aktivierung in dir. Ich nehme diesen Vulkan jetzt, ja, es steht Unbeständigkeit drauf. Ich nehme das aber auch eher wie ein Wachrütteln, wie eine Aktivierung wahr. So, dass du, ja, dass du wirklich hier loslassen kannst, ist Hammer. Und wirklich deinem Weg folgen kannst. So krass. Lass all das los, was dich vielleicht gerade verunsichert, was dich vielleicht gerade einschüchtert, wo du vielleicht gerade dich unbeständig fühlst, wo es ruckelt, wo du vielleicht gerade den Weg nicht siehst und nur lauter Sand. Lass es los. Und je leichter du dadurch wirst, umso höher kannst du schweben und diesen Weg erkennen. Ich sage ja auch immer wieder, unsere Seele, das Leben macht ja oder bringt ja nichts in unser Leben, um uns zu ärgern. Auch wenn wir da oft diesen Sinn dahinter noch am Suchen sind, beginnt sich das Bild schon zu entfalten. Also erlaube dir loszulassen, all das, was sich vielleicht unruhig, unbeständig in dir anfühlt, da wo du vielleicht das Gefühl hast, in der Wüste zu rumzuirren, zu verdursten. Vielleicht geht es auch darum, dir einfach zu erlauben, deinen Nordstern zu sehen und ihm zu folgen. Wir schauen mal, was das Tarot dazu sagt. Ja, guck mal, der Eremit. Dein Licht im Inneren. Und vielleicht suchst du diesen Nordstern am Himmel. Und er ist in dir. Ja, meine lieben Fischegeborene. Das ist mal hier eine tiefe Transformation. Wir starten mit dem Tod, mit der Skorpionenergie, mit der Verwandlung. Und all das, was vielleicht jetzt unbeständig war, wo du dich ja verloren, verlassen gefühlt hast, das darfst du loslassen. Hör auf, im Außen zu suchen und finde dein Licht in dir. Super spannend. Denn wenn das Außen wirklich unbeständig ist und wirklich da ruckelt und sich anfühlt wie ein Vulkanausbruch, vielleicht anfühlt, als wenn du in der Wüste verloren wärst, wenn du in dir das Licht findest, wird es richtig, richtig kraftvoll. Wow! Ja, meine Lieben, in dir ankommen, eine Hochzeit, erfolgreich mit dir. Und wir haben hier Fischekarte liegen. Die Hohepriesterin ist Fische-Energie, ist deine Energie und es geht hier wirklich in der Tiefe darum, diese zwei Säulen, dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese Struktur des Lebens, das kennst du. Und das, was ich spüre, was hier jetzt noch tiefer hineinkommt, ist dieses Vertrauen in deine Seele. Hier kommt ein tiefes inneres Wissen, was freigeschaltet wird hier im Oktober für dich, was dich anfühlt, also was dich spüren lässt, als wenn du auf einem Höhenflug bist, als wenn jetzt hier alle Hindernisse, alle Widrigkeiten sich auflösen. So nehme ich das wahr. Wichtig dabei ist das Loslassen, dass du auch vom Kopf her loslässt und
ihr nicht sagst oder verlangst, ich will jetzt hier in einem Bereich das und das erreichen. Du wirst erfolgreich sein, auf jeden Fall, und zwar richtig, richtig schick und kraftvoll. Lass aber die Erwartung daran, wie sich das manifestiert, los. Das ist, glaube ich, die wichtigste Essenz hier für dich. Nochmal, erfolgreich. Du wirst definitiv erfolgreich sein. Wir haben die 10 Münzen hier. Und ich möchte mal schauen, das habe ich nämlich gerade gesehen. Wir haben an der Unterseite die 7 Schwerter. Und es kann durchaus sein, dass diese Unbeständigkeit, dieses dich verloren fühlen, dieses Gefühl, bespitzelt zu werden, spannende Energie, das ist im Außen und es findet in deinem Kopf statt. Und du hast in jedem Moment die Entscheidung, das loszulassen. Du hast in jedem Moment die Entscheidung, in diese Transformation hineinzugehen, vom Außen in dein Innen zu gehen, das Licht in dir zu aktivieren, von innen heraus zu strahlen und deiner Intuition zu folgen und definitiv hier, es geht um deinen Selbstwert, sei es dir selbst wert, diese Transformation, die jetzt hier im Oktober auftaucht, die dich jetzt wirklich aus alten Mustern herausbringt, anzunehmen. Loslassen bedeutet auch annehmen, was da ist, um anzunehmen, zu empfangen, was hier kommen möchte. Solange du hier im Widerstand bist, dagegen bist, in der Angst bist, bist du noch in dieser Transformation. Es gilt, diesen Wandlungsprozess zu vollziehen in deinem Inneren. Und dann fügt sich das Außen in ein neues Bild. Super spannend, meine lieben Fische. Und ich möchte jetzt gerne mit dir in die Fortsetzung einsteigen. Ich möchte tiefer eintauchen, gerade auch in die Transformation und was sich hier so als unbeständig zeigt.